Wenn festgestellt wird, dass eine Eizellenspende erforderlich ist, um ein Baby zu bekommen, wird die Spenderin über eine Agentur oder die Klinik ausgewählt. Nachdem eine Eizellenspenderin ausgewählt wurde, muss diese einer sorgfältigen Evaluierung unterzogen werden. Die Evaluierung umfasst Bluttests für Hormonspiegel, genetische Tests und Ultraschall zur Feststellung von Anomalien der Eierstöcke. Die Eierstöcke der Spenderin werden dann medikamentös stimuliert, um mehr als eine Eizelle zu produzieren. Zum optimalen Zeitpunkt werden dann die Eizellen entnommen. Die Eizellen werden dann im Labor mit den Spermien des Vaters oder bei Bedarf eines Samenspenders befruchtet. Es gibt verschiedene Arten von Eizellenspenden. In den USA sind die meisten Eizellenspenden anonym. Das heißt, die Eizellenspenderin ist den auftraggebenden Eltern nicht bekannt. Manche Spenderinnen sind gewillt, die auftraggebenden Eltern kennenzulernen, was dann direkte oder bekannte Spende heißt. Dr. Lori Arnold hat 20 Jahre Erfahrung mit Eizellenspende. Wir laden Sie herzlich zu einer Beratung bezüglich der Eizellenspende ein.